So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Little Nightmares. Es ist was ganz was Schönes passiert. Ich hatte das Video hier vor, dann ja pausiert. Vielmehr, ich musste ins Bett, weil ich war einfach knackemüde, ich konnte nicht mehr. Hab's dann weitergespielt, das Spiel. Ein paar Tage später. War auch fertig, ich war überrascht, muss ich dazu sagen. Ich wollte jetzt gerade das Video fertig rendern und merke dann, hey, der Sound ist da nicht bei. Wie schön. Das heißt, ich muss es jetzt normal spielen. Das Blöde ist, ich weiß ja jetzt, was passiert. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr so überrascht wirken wie beim ersten Mal. Leider ist aber da halt die Stimme nicht da und auch die Sounds vom Spiel sind nicht da. Was natürlich immer extremst ärgerlich ist. Das kommt davon, wenn man in den Systemeinstellungen rumspielt und vergisst es zurückzustellen und dann einfach ein Let's Play macht. Ist blöd. Ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist, aber was willst du machen? Egal, passiert ist passiert. Wir spielen es jetzt nochmal. Es wird nicht allzu lange dauern, diese Szene hier, sofern ich sie denn beim ersten Mal schaffe. Das werden wir ja gleich sehen. Wir wissen ja jetzt, dass wir hier immer in diesem Lichtkegel stehen müssen und halt die Herrin, die sogenannte, halt eben blenden müssen mit dem Spiegel. Irgendwie so. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, es ist immer sehr schwierig, die Position zu halten mit dem Spiegel, weil diese Frau da nicht unbedingt immer aus einem tollen Winkel kommt und das Gute ist allerdings, wenn der Spiegel einmal die Ulsche da erwischt hat, dann bleibt sie auch im Fokus. Das heißt, man muss den Spiegel nicht zwangsläufig selber halten in diese Richtung, sondern er wird halt festgehalten. Hat immer noch so ein bisschen Zeit, sich zu arrangieren, da wo sie ist ungefähr. Aber ich bin fast der Meinung, dass sie immer gleich kommt. Na? Na? Na, nimm! Schon beim ersten Mal gefragt, verdammt. Wie oft muss man die wohl treffen, damit ihr nicht mehr umfällt? Und beim ersten Mal war es gerade der Zeit, nehm doch den Spiegel jetzt hier. Meine Güte. Beim ersten Mal war es dann so von wegen, ich habe das gerade gesagt und Bims war zu Ende, so wie jetzt. Wir haben jetzt wieder Hunger und da hier nichts anderes da ist, was man essen könnte, ja. Der Hals bietet sich ja geradezu an, so Frauen den Hals beißen, das hat ja was. Na dann, guten Appetit, kann man nur sagen. Von wegen klein und nett. Klein und nett. Hauptsache es schmeckt, ne? Jetzt wisst ihr auch, warum es Little Nightmares heißt. Aber mit Nightmares ist eigentlich sie gemeint. Es oder was auch immer. Und ich hoffe einfach mal, dass es da irgendwann irgendwie einen zweiten Teil gibt. Oder so. Oder noch einen dritten dann und einen vierten. Weil das ist echt geil gemacht gewesen. Man kann sich echt nicht beschweren. Gesundheit. Wie gesagt, ich finde es echt sehr schade und sehr blöde, dass halt bei der ersten Aufnahme das nicht funktioniert hat. Somit ist natürlich der Effekt, den man dann halt eben erlebt, nicht mehr so gegeben. Also man kann sich nicht so verhalten, als wenn man es noch nicht gesehen hat. Das funktioniert einfach nicht, deswegen habe ich es gleich gesagt.
Das bringt einfach nichts. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Dennoch wollte ich euch natürlich das Ende nicht verwehren. Und darum mache ich es einmal normal. Es ist schade, dass man hier nichts machen kann. Man kann halt nur noch ein bisschen hin und her laufen. Aber ansonsten ist Na komm her! Ich will noch so ein paar schöne Seelen empfangen. Und dann haben wir praktisch alles umgebracht. Und alle fetten Essen. Wir nutzen den ganzen Seele aus. Machen wir so einen zweiten Sommer. Echt geil gemacht. Ich hoffe, es gibt weitere Teile. Das kann man nur hoffen. Das ist richtig schön gemacht. Es war jetzt nicht sehr lang. Es ist ein extremst aufwendig. Und das finde ich auch so ein Spiel aus. Muss es nicht immer sein. Dann gehen wir wieder zurück. Kann man zurückgehen? Man könnte auch zurückgehen. Ich gehe hoch. Mal dem Licht entgegen. Und jetzt läuft sie auch praktisch von alleine. Guck an, die kleinen Mannequins kommen auch noch mal wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle gefunden habe. In den einen Part haben wir auch so einen gegessen. Das ist aus Versehen, glaube ich zumindest. Tja, da war das kleine Männchen weg. Und die anderen kleinen Männchen gucken unten doof und warten wohl, ob sie noch mal wiederkommt. Und jetzt kommen auch schon die Endcredits. Ja. Vielen Dank, dass ihr bei mir zugeschaut habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Das ist auch immer schön zu sehen. Und ich werde die Quests hier jetzt nicht ganz durchlaufen lassen. Ich sag nur noch kurz was zum Spiel, meiner Meinung nach. Grafisch und soundtechnisch ist es echt sehr schön. Dafür, dass es sehr billig ist, in Anführungszeichen. Dafür, dass es nicht so groß ist. Echt sehr schön gemacht. Inhaltlich hätte es von meiner Seite aus ein bisschen kniffliger sein können. Es gab Kurzmomente, wo man denn doch dachte, scheiße, was machst du da jetzt? Obwohl es eigentlich alles sehr, sehr einfach war, so fand ich jetzt. Nicht unbedingt so auf den ersten Blick, aber wenn man so den ersten schwierigen oder schwierigeren Part gelöst hatte, dann wusste man irgendwie, das konnte man auf alle anderen hinterher auslegen. Und es war praktisch immer ähnlich. Das könnte man eventuell noch ein bisschen mehr ausbauen. Wie das zum Beispiel bei Inside war. Inside war da noch ein bisschen kniffliger. Nicht viel, aber ein bisschen. Und sowas ist immer schön, finde ich. Nicht so komplett auf einmal Bams durchspielen. Ja, das ist klar schon, das ist eine Sache von jetzt, muss ich lügen, vielleicht 2, 2,5 Stunden gewesen. Aber ein Spiel muss nicht immer unbedingt 10 Stunden gehen, damit es gut ist. Ich fand dieses Spiel echt sehr geil und ich freue mich oder ich hoffe, dass es da bald eventuell einen zweiten Teil oder noch einen dritten, vierten und so weiter gibt, weil ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt schon zu Ende ist. Dafür ist das Ende einfach zu kurios, wobei bei solchen Spielen kann man sich ja nie so sicher sein. So, jetzt bin ich schon still. Vielen Dank nochmal und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bye, bye.